Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Photohunt. So, wollen wir weitermachen, würde ich sagen. Kurzen Stand Berliner haben wir jetzt das auch geschafft. Da kommt dann irgendwann nochmal ein Event, das ein bisschen interessant ist. Gerade wenn wir es ein paar Mal jetzt geschafft haben, Intelligence nach oben zu bringen und die Fragen zu beantworten. Nochmal vorweg, ich weise immer wieder darauf hin, achtet hier oben in den ersten Spiel-Game-Times auf euer Geld. Immer, dass ihr schön die 100 Dollar zusammen habt. Alle zwei Wochen kommt Lima und holt euch die Kohle ab. Oder holt sich die Kohle ab. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal nach Attack-Fotos. Machen wir Morning-Jogging nochmal mit Evelyn. Warum nicht? Wir müssten auch nochmal mit der Rachel-Storyline weiter vorankommen. Das Wochenende hatten wir auch durch. Ich würde sagen, wir machen eine ganze Woche in ein komplett durch. Das passt immer ganz gut von den Folgen immer her. Ja, da wird schon mal ein bisschen genauer eingegangen. Wieso? Okay. Ich will es gar nicht wissen. Na gut, er ist ein kleines... sag mal so, er guckt immer auf genauere Sachen hin. Wir können in Classroom gehen. Warte mal, wie war das jetzt bei Monika? Lass mich mal in Headmaster Office reingehen. Talk. Da können wir auch über verschiedene Sachen talken. Wir talken mal ganz kurz über Kevin. Okay, da sollen wir halt ein bisschen drauf aufpassen. Können wir? Ich glaube... Gehen wir in Classroom und machen noch mal ein bisschen was mit Kevin. Machen wir Hangout mit Kevin noch ein bisschen. Damit erasen wir ja automatisch auch schon seine Zeit. So, da ich weiß, dass ich aktuell bei der Dingster-Story noch nicht so viel weiterkomme, da muss ich noch ein bisschen mehr Intelligence, glaube ich, meiner Meinung nach studieren. Dann machen wir mal ein bisschen Studi. Oh, Jennifer will was von uns. Sie wundert sich, weil wir sehr viele unterschiedliche Bücher da haben. Oh, Studio Together. Na, endlich mal eine gute Idee. Let's do it together. Niemand wollte ehemals mit ihr studieren? Also zusammen lernen? Irgendwie komisch, oder? Jetzt die hässlichste ist sie jetzt auch nicht. So, man sieht schon, einmal haben wir mit Intelligence ist auf alle Fälle mal gleich plus 4 geraced. Das ist schon gar nicht mal so schlecht eigentlich in der Hinsicht her. Plus 4 ist gut. Oh, Geld muss ich auch noch besorgen. Wir gehen mal nach Hause. Und ich guck mal nach, was Rachel gerade so abzieht. Haut sich ein Snack rein? Oder ein Eis? Gelegenheit nutzen, um gleich mal Fotos zu machen. Erstmal schön erschrecken nochmal in der Nacht. Wo hat die jetzt eigentlich ihr Eis hingepackt? Ich hoffe nicht dahin, wo ich denke. Dann wird es aber gleich ziemlich kalt werden.
Okay. Wir sollen ihr jetzt also das Eis. Wir sollen sie füttern mit dem Eis? Na gut, warum nicht? What the fuck is wrong with her? Was ich sehr interessant finde, ist, mal so ein bisschen auf die Details zu achten, dass er hier so Bändchen eingebaut hat. Finde ich ganz gut überlegt worden. Den Charakterdetail auch immer sehr schön getroffen, einiger meiner Meinung nach. Es sieht eigentlich alles ziemlich cool aus. Das ist krass, habt ihr euch da hinten schon mal das angeguckt, das Bild? Jetzt mal ohne Kack jetzt. Was ist denn da los? Patronengürtel? Oi, oi, oi. Ja, da wünsche ich dir einen guten Appetit. Jetzt überlege ich, ob man das zeigen kann oder. Ach, das ist doch eigentlich. Meine Güte, die hat gerade ein paar Fütterungsprobleme. Das ist Eis. Das ist ja jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt, oder? Ich glaube, das ging ein bisschen zu tief. Das war zum Kotzen, hat's eingeladen. Also jetzt mal ohne Witz, wer bei Eis so welche Fantasien entwickelt, ey. What the fuck? Da müsstest du ja echt schon tierisch crazy werden, wenn du in der Eisdiele sitzt, ey. Oh Mann, ey. Und er schiebt dir das Eis ein bisschen tief in die Rache rein. Naja, okay, das kannst du drin lassen, ey. Ich glaube, das werde ich nicht rausschneiden. Es ist immer so eine Art Sache. Wie? Ja, da müsstest du ja alles rausschneiden, wo Eisessen drauf ist. Ja, okay. Wieso nicht? Ich finde, das ist so. Ja, das kann man so dahingestellt lassen. So, auf geht's in den Morgen. Ich gucke mal ganz kurz nach, wie aktuell gerade das. Oh, bei Rachel sind wir gut. Bei Lina minus 9. Was habe ich denn da alles falsch gemacht? Muss ich mal ganz dringend nachkontern. Hat Rachel eigentlich überhaupt irgendwas zu sagen? Das lassen wir erstmal ganz kurz so raus, weil da brauchen wir nicht unbedingt Guten Morgen wünschen. Ich würde sogar nochmal sagen, wir gehen nochmal auf einen Guten Morgen. Ah, nee, warte mal, halt, wir gehen nicht auf einen Guten Morgen Job. Wir machen das jetzt schon mal klar, dass wir schon mal das hier, was drin haben, die Strange durchhaben, so dass wir erstmal ein bisschen die Kohle erstmal schon mal drin haben. Gerade 15 plus, aber wir sind drin. So, kurze Info noch mit dazu. Wie gesagt, irgendwann hört das ja mit Lima auf und dann würde ich auch sagen, geht los und kauft euch ein bisschen Sachen ein. Ich find a girl, find Lina. Kann ich jetzt aktuell noch nichts machen. Minus 9 bei Lina. Was habe ich denn da falsch gehauen heute? Wir können aber noch mal die Class adden. So, dann gucken wir mal nach, was bei Lina gerade los ist. Wow. Ach ja, did you bring it, was war denn das jetzt nochmal? Was starten you forget? Maybe I should help her with that. Ich frage mich nur, um was es gerade geht. Komm, ich versuch's mal. So. Okay, jetzt beginnt mir nicht die Sitzung, dass wir ihr helfen sollen. Ich frage mich nur, über was. Müssen wir irgendwas kaufen? Ein Pawnshop vielleicht? Vielleicht mal die Enzyklopädie kaufen? $75. Oh, die reißt mir den Arsch auf. Der ist schon weg. Haben wir uns den schon geholt, ja? Ich erinnere mich jetzt gar nicht dran. Aber gut, wenn, dann haben wir uns das Massageschöck schon geholt. Fiona und für Evelyn. Und die Enzyklopädie noch mit dazu. Aber die bringt eigentlich nur den Aufstieg mit dabei.
Wisst ihr was? Ich gehe nochmal auf Nummer Safe und mache nochmal ein paar Pictures. Wenn es nur 17 Dollar sind, aber jedes kleine Kram macht was weg. So, aktuell sind wir jetzt in den Stand drin, dass ich sagen kann, jo, passt. Haben wir ja wirklich mit Evelyn jetzt weiter 5-5, ja, weil wir morgen den Joggen mit ihr gemacht haben. Mein Gott, warum guckt die sich jedes Mal so Kram an? Good morning, Rachel. Also Rachel, du solltest echt mal deinen Laptop für was anderes benutzen. Warum sie sich so viel Info-Hintergrundmaterial aber zieht, werden wir noch herausfinden. So. 132 aktuell gerade auf dem Konter. Evelyn ist... Aber Evelyn können wir mal vorbeischauen. Ach komm, wir gehen mal an die Evelyn. Wir besuchen mal Evelyn. Später werde ich mich auch mal um sie kümmern. Wir müssen wieder Listen to the Grope machen. Also wieder das, uns anhören, was die dazu sagen haben. Dann können wir uns auch im Evening noch mal ein bisschen mit Jennifer unterhalten. Help Lina. Da ist es nämlich. Japan, wenn er das gesagt hat, Sensei. So, entschuldigt bitte ganz kurz die Unterbrechung. Ich weiß, bei euch ist das vielleicht eine Sekunde, bei mir war es jetzt ganz kurz ein bisschen länger. Ich hatte leider gerade ein kleines privates Unterhaltung gehabt und da wollte ich das zu Ende bringen. Deswegen kleine Unterbrechung. Aber wie gesagt, mal sehen, ob wir jetzt schaffen. You just want to snap pictures of birds. Apropos birds, da war auch ging gerade um Vogel. So. Also sollen wir Aufnahmen von Fotos machen? Okay, das kriegen wir hin, ne, oder? Das kriegen wir hin. Wir können es mal probieren. So, vielleicht brauchen wir auch die neue Kamera, ich weiß es nicht. Ich glaube, am Abend kriegen wir es nicht mehr hin, aber ich versuche es einfach mal. Wir haben Kaninchen geschossen. Kaninchen zählt das auch? Können wir es auch nehmen? Klein Rabbit? Nein, bestimmt nicht. So, wir gehen mal rein. Ich guck mal nach, was Evelyn gerade so vom Stapel lässt. Die ist völlig fertig. Stimmt, irgendwann kommt doch mal die Szene, weil die Evelyn völlig, voll auf der Bühne liegt. Wir können Picture machen, wenn wir wollen. Das Picture bringt allerdings nur das, dass wir es verkaufen können. Deswegen lasse ich das einfach, ist okay. Könnt ihr aber machen. Na, aber es bringt keine besonderen Vorteile, außer dass ihr dann eben halt ein Bild kriegt. So, wir haben Tuesday. Ich soll also ein Vogelfoto machen. Brauche ich dafür die verbesserte Kamera? I don't know. Picture for Jennifer. Na also. Oh, Schnippschnapp, Vogel ab. Da haben wir schon unsere Pictures for Jennifer. Sehr gut, dann haben wir das auch schon mal erledigt. So, dann könnten wir eigentlich nochmal Edit the Class machen, weil ich würde gerne mal die Intelligence auch weiter nach oben bringen und dann in die Library. Mit Jennifer reden. Und ihr die Fotos zeigen.
So, damit haben wir das, die Hilfe von ihr auch bekommen. Das heißt, wir können jetzt bei Lina hingehen. Ich bin ehrlich, ich sag einfach, dass Jennifer mir geholfen hat. Weil es ging ja nicht nur alles um unseren Kram. I wrote myself. Nein, sagen wir es ehrlich mal, wie es so aussieht. Geschafft. Das müsste gleich wieder auch ein paar positive Punkte wieder geben bei ihr. So. Right. Die scheint richtig motiviert zu sein. Right. Die Motivation bei Lina lässt auch langsam immer mehr nach. Wrong. Yes. Sehr schön. Final question. Richtig. So, haben wir das auch eigentlich mal geschafft. Wir sind also bei Lina jetzt auch gut weiter. Ich glaube, ich habe die minus 9 jetzt gut runtergeboldert. Das heißt also, mit Lina können wir uns jetzt auch ein bisschen besser anfreunden können. Okay. Ich werde hier mal einen kurzen Cut, also mal eben ganz kurz cutten, damit ich die schnell wieder finde. So, stimmt ja, unsere Belohnung kriegen wir ja noch. Belohnungszeit. Together? Together wäre natürlich auch cool. Together. So, ich hoffe, das kann ich dann auch dementsprechend alles zusammenpacken. So, let's take together. Mal sehen, ob ich da was schneiden musste, weil ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Ja, mein Gott, alles okay. Die tanzen, Let's Dance Pose. Sehr schön, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Lina scheint etwas begeisterter über uns hoffentlich zu sein. Und ich hoffe, wir kommen bei Lina auch weiter jetzt voran, dass wir da in der Storyline auch ein, also besser gesagt bald. Bei Linas Storyline, würde ich sagen, könnte man wahrscheinlich am ehesten, am schnellsten beenden. Bei Evelyn dauert es ein bisschen länger auf alle Fälle. Also Linas Storyline würde ich persönlich aktuell von den Girls, die jetzt gerade aktuell da sind, natürlich am kürzesten bezeichnen. Aber nicht die schlechteste auf alle Fälle, weil Linas Storyline geht noch um einiges weiter. Was können wir denn machen? Wir nehmen das. Da werde ich wohl ein kleines Schnittlein setzen müssen. Meiner Meinung nach. Das ist sehr grenzwertig. Aber es könnte doch durchgehen. Gut.
Ja, passt schon. Ich habe eine Blasenmassage. So, dann haben wir das auch geschafft. Wir können eigentlich nach Hause. Ich will mal ganz kurz gucken, wie ich gerade bei Lina abgeschnitten habe. Boah, Lina minus 3. Hier, kommt, Leute, ne? Na? Von minus 9 auf minus 3 runtergerutscht. Das geht doch mal. So, wir können schlafen gehen. Wir haben den Tag wieder durch. Stimmt. Das ist Rachel. Das ist kein Witz. Das ist wirklich Rachel. Finde ich auch cool, dass er das so ein bisschen zusammengepasst hat. So auch ein bisschen die Kindheitstage so von den beiden abzusehen. So dass man halt erfährt, was gerade aktuell los bei den beiden war. Ah, wir sollten Rachel mal über dieses Dings das mal fragen. Okay, dann war das mit dem Yoga auch schon mal so weit durch. So, wir sollten auf alle Fälle sie mal ansprechen wegen dieser Puppe, haben wir ja gesagt. Ich denke mal, es könnte abends kommen oder ein Event am Wochenende sein. Da muss ich mal gucken, wann das ist. Das ist jetzt wieder so eine Zeitsache. Da müssen wir jetzt wieder gucken, wann die richtige Zeit dafür anfängt, wo wir das mal machen können. So, wir auf alle Fälle rein in die Schule. Find a Girl. Können wir mit Nina aktuell noch was machen? Nein. Okay. Wir könnten auch im Classroom noch ein bisschen mit Kevin abhängen, um die Storyline auch ein bisschen weiterzukriegen. Genau, er will seine Mutter natürlich nicht mit reinziehen, weil er jetzt angeblich wegen Cheatens, also weil er den Test manipuliert haben soll. Ah, gut, wir kümmern uns darum, sehr schön. Ah, Kevin ist cheating. Also, wir können jetzt natürlich sagen, wir können es darauf ansprechen mit diesem Cheating. Aber Kevin will das ja eigentlich nicht, dass seine Mom mit da rein involviert wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir da natürlich vor? Ach komm, wir nehmen das andere. Lassen wir das mal so raus. Lassen wir das Ganze mal so laufen. Wir gehen wieder nach Jennifer. Oder wartet mal, nein, wir gehen nach Hause. Ich will gucken, ob wir Rachel das Event lockern können. Ja, denn wir begegnen jetzt Rachels neuen Freund, Miroslav. Miroslav ist auch am Start. Und Miroslav kommt immer dazu. Er ist so gesehen, ja, eigentlich Rachels Freund, kann man sagen. Aber Miroslav ist auch schon so ein bisschen. Naja, so da wir Intelligence besitzen, wissen wir, dass das hier richtig ist. Sonst hätte ich das auch nicht gewusst. So, Mom, could you make us some tea? Oder Rachel, could you make us some tea? Das ist jetzt die Sache, die wir jetzt mit einbändeln können. So, kleine Sache vorweg. Miroslav ist sehr interessiert an Rachel.
Aber auch gleichzeitig hat er nichts abzuwenden gegen Evelyn. Das heißt also, wir müssen es versuchen, oder besser gesagt, will der Protagonist nachher gucken, dass er Miroslav so ein klein wenig aus der Offensive so ein bisschen mehr zurück wieder in seine Defensivrolle bringt. Rachel, can you make us some tea? Also man merkt, sie daten schon miteinander. Gut, da sind wir schon mal auf einer Sache hin, die wir auf alle Fälle vielleicht mal versuchen sollten, ein bisschen zu unterbinden. So, wir haben Friday schon und dann können wir jetzt auch heute schlafen gehen. Ich habe ja gesagt, eine Woche spiele ich immer so durch. Das denke ich mal ist okay für euch alle. Ne? Wir gucken mal weiter in die Sache. Ja, ich glaube, wir haben bei Rachel Love 1, Evelyn Love 7. Berliner müssen wir unbedingt irgendwann nochmal aufknippeln. Grace definitiv auch noch, aber Jennifer war sehr gut im Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht euch keine Sorgen erstmal um die Hacking- und die Sneaking-Sachen, bitte. Dafür brauchen wir sowieso noch ein bisschen Zeit, also lasst euch da nicht gleich verrückt machen von. So, können wir vielleicht... Flasche ist schon mal im Griff, morgens zum Frühstück erstmal eine Flasche Whisky. Ja, wissen wir also auch, dass Harry und sie gerade ein sehr, sehr gutes, schönes Verhältnis zusammen haben. Rachel ist in Deployment. Aktuell gerade hier nicht zu geben. Wir können sie nachher besuchen, das dauert aber erst in einem späteren Zeitpunkt aus. Rachel Storyline bitte dann durchspielen. Zum Schluss die Entscheidung halt fällen, wie ihr sie halt gehen wollt. Ne? Früher gab es nur eine Route bei Rachel, das weiß ich noch. Jetzt allerdings gibt es zwei Routes, die ihr gehen könnt. Es gab auch noch eine zweite Route mit dazu, aber die war noch nicht fertig gewesen. Die ist aber jetzt aktuell in einer, ich glaube, fertigen Version verfügbar. So, wir gucken mal nach. Sie ist hier und, na gut, dann lassen wir das lieber raus. Ich will was Produktives unternehmen. Produktiv im Sinne her, was mache ich denn mal? Library is closed. Und dann gehe ich in den Park und mache ein paar Fotos. Weil irgendwie muss ich auch ein bisschen meine Kohle zusammenreißen, ne? Wir können ja mal zu Hause gucken. Schule kommen wir auch nicht rein. Aktuell gerade zum Stand hier ist noch nicht so viel los. Wir gucken mal hier nach. Aha, was ist denn hier los? Naja, wohl nicht viel. Ach, das Treffen ist auch wieder am Start. Sehr schön. Talken wir nochmal mit Evelyn. Kommt noch nichts Neues bei raus. Können wir erstmal auch so stehen lassen. Ist denn der Pokertisch noch da? Da bin ich jetzt etwas überfragt. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, der Pokertisch ist sogar noch da. Gut. Das lassen wir erstmal alles noch so, wie es ist. Wie gesagt, ich weiß, nächste Woche, wir haben gleich ein $100-Plus-Konto offen, Dings ist. Wir können erstmal ganz ruhig und gechillt das Ganze nochmal weiter durchgehen lassen. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir vorerst vielleicht die Dingses holen sollte. Oh, ein Gast. Ah, Miroslav ist wieder am Start. Die Konkurrenz unter den eigenen Dach. So, Rachel is not at home. What the fuck, Miroslav? Was geht ab?
Sehe, du hast alle Hände voll zu tun, wa? Oh Mann. Oh my goodness. Make a cocktail for Evelyn. Wir wollen ja mal ein bisschen mal, ne? Kurz mal diese kleine Sache ein bisschen auf. Evelyn sieht auch nicht gerade so aus, als wäre die so richtig glücklich. Zum Glück haben wir unseren Intelligence-Wert so richtig schön hochgehauen. Denn damit ist Miroslav schnell abgeschafft. Nichts Schlimmes dabei. Scheint wohl zu schmecken, der Drink auf alle Fälle. Ein bisschen Alkohol. Ah, also kein Alkohol. Ah, und du wirst nicht betrunken. So, da haben wir das auch schon mal gut angezettelt mit. Also Miroslav schon mal ganz intelligent so ein bisschen beiseite geschafft. Okay, sie ist wieder da. Hier ist wieder das Poker-Ding. Gut, dann hätten wir jetzt noch ein bisschen Ruhe. Ich könnte noch einmal kurz eventuellerweise noch ein paar Fotos machen. Lass mich mal kurz in die Mall gucken. Ich möchte mir gerne mal angucken, was die neue Kamera überhaupt kosten würde, wie wir haben. Die kostet 75 und die kostet 54. Die Minikamera brauchen wir immer sowieso. Auf alle Fälle werden wir dann definitiv noch die normale Kamera gebrauchen können. Dafür könnten wir bessere Fotos machen. Ja, komm, die nehme ich mit. Das kann machen wir nochmal plus 10 Fotografik-Skills nochmal mit dazu. Und wir würden beim Fotografen Sachen mehr Geld bekommen. Ja, komm, die nehme ich mit. Haben wir gekommen. Jetzt sind wir bei Photograph noch ein bisschen höher bekommen. Wir haben zwar nur $98. Das haben wir aber gleich hier wieder raus, wenn wir jetzt hier ein Fotochen machen. Naja, gut. Embrace by Skill sind $16.114. Also sind wir wieder safe für die nächste Woche, die jetzt ansteht. Und zwar Monday. Aber ja nicht, bevor wir noch einen Anruf bekommen. Du weißt, wo wir leben, hä? Was? Okay. What the fuck is wrong with him? Oh. That's a way too easy. Ah. Oh Gott. Evelyns Gesichtsausdruck spricht jedes Mal Bände. Man muss ja auch nicht gleich so mit der Schleimtür in die Haustür fallen, aber naja. Wir gehen einfach mit I love you, Mom. Yo.
einmal ab in die Tiefen des Universums eintauche. Eieieiei. Grace ist natürlich immer noch gut offen zu sprechen. Bornhead. Und wir führen jetzt Adrian mal so ein bisschen herum. Ja. Und werden ihnen dann später alles nochmal zeigen. So, das ist aber ein guter Zeitpunkt, um einen Cut zu setzen. Und um zu sagen, wie gefällt es euch bisher? Alles soweit in Ordnung? Ich hoffe, ihr habt das Spiel selber auch schon angefangen. Ich hoffe, ihr spielt das Spiel auch schon selber. Wie gesagt, ist ein gutes Spiel. Ich hoffe, ich könnte euch mit der Lina-Story hier vielleicht kurz ein bisschen weiterhelfen, damit ihr wisst, wie ihr da nachher weiterkommt, wenn sie das fragt. Auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.